Wenn du einen Truthahn füllst, dann wäre es nicht schlecht, wenn dieser vorher geschlachtet wurde. Und genauso ist es im Verkaufsgespräch. Gute Verkäufer kennen die Phasen, die Struktur eines Verkaufsgesprächs. Stell dir Folgendes vor. Nehmen wir mal an, du hast noch nie in deinem Leben eine Bolognese-Soße gekocht. Was machst du dann? Richtig, du googelst oder holst ein Buch mit einem Rezept. Und da steht drin zum Beispiel Zwiebeln hacken. Andünsten in Olivenöl. Dann steht drin, Hack kommt rein, anbraten. Dann steht vielleicht noch drin, Rotwein einreduzieren. Und dann kommt Tomaten rein oder was auch immer. Ja? Nehmen wir mal an, du hast dieses Rezept nur 2-3 Mal gekocht. Dann könnte was passieren? Richtig, du hast vielleicht das Gefühl, ein bisschen mehr Schärfe könnte es vertragen, machst du ein bisschen Chili rein. Oder du hast mal gelesen, Sellerie wäre gut für den Geschmack zum Beispiel. Ja? Dann kommt dein persönlicher Freestyle und das ist gut. Die meisten Verkäufer, die ich jedoch kenne, die machen Freestyle in jedem Verkaufsgespräch. Sie kennen aber das Grundrezept nicht. Das heißt, sie springen von Phase 7 zurück in Phase 3, sie sind dann in Phase 2, springen in Phase 6, gehen fast nochmal zurück in Phase 4. Und das ist eher suboptimal, weil wenn das geschieht, wer führt dann das Gespräch? Richtig, der Kunde und nicht du. Und jetzt gehen wir mal kurz die 8 Verkaufsphasen durch. Etwas, was im Trainingsraum mehrere Tage dauert. Wir bleiben noch etwa 10-9 Minuten im Schnelldurchlauf mit einem Tipp pro Phase. Phase 1, Vorbereitung. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Man sagt 50% des Verkaufserfolgs. Und hier ist mein Tipp für dich. Wir gründen eine Partei und die Partei, die darfst du dir merken, die heißt STP. Sachlich, technisch, persönlich. Immer, wenn es ums Thema Vorbereitung geht, egal, ob du ein Verkaufsgespräch führst, ob es einen Kindergeburtstag ist, den du organisierst, oder ob es einen Vortrag ist, den du vorbereiten sollst, es ist immer sachlich, technisch, persönlich. Sachlich, zum Beispiel, wer ist der Kunde, was ist mein Ziel? Technisch, habe ich Laptop und Kabel dabei? Und persönlich, freue ich mich auf den Kunden? Und es gibt eine Erfindung, die heißt Deo oder Shampoo. Oder man darf als Verkäufer selbstverständlich auch mal ein Buch lesen. Jetzt kommen wir zu Phase 2. Phase 2, die Begrüßungsphase. Hier ist das Magic Keyword Vertrauen. Hier geht es um Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen schaffen. Und viele Verkäufer, die ich kenne, die zahlen auf dieses Konto Vertrauen zu wenig ein. Hier spielt der berühmte Eindruck eine erste Rolle. Smalltalk zum Beispiel, Sitzordnung, Visitenkartentausch. Und hier habe ich euch einen Tipp von ganz vielen Dingen, die wichtig sind in dieser Phase. Falls euch Kaffee und Mineral angeboten wird vom Kunden, ist die Antwort Yes, please. Weshalb? Wir leben in einer Welt, die immer mehr verschmilzt. Und in dieser Phase geht es um positives Klima schaffen. Und es gibt Kulturen, wo, wenn du den Kaffee oder den Tee oder das Mineralwasser ablehnst, die denken, was stimmt denn mit dem nicht? Asiatische Völker, arabische Völker. Du weißt nie, was hat dieser Kunde für einen Hintergrund. Hat er mal da gelebt? Ist seine Frau von da? Oder interessiert er sich für diese Kultur? Deswegen, wir beginnen in der Begrüßungsphase nicht mit einer Ablehnung. Nimm den Kaffee an, nimm das Wasser an. Wenn du nicht Kaffee trinkst, nimm zumindest ein Wasser. Die Erfahrung zeigt nämlich, am Schluss des Gesprächs sind die Tassen leer. Wir kommen zu Phase 3, die Bedarfsanalyse. Das ist die Königsdisziplin im Verkaufsgespräch. Und hier gibt es 4 Möglichkeiten herauszufinden, was der Kunde möchte. Ja. Variante 1 ist, wir fragen, hoffentlich offene Fragen, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Die beginnen mit W. Ja. Zweite Möglichkeit ist zuhören. Es gibt Kunden, die musst du nicht mehr so viel fragen, die reden von sich aus sehr viel. Da musst du nur noch gut zuhören. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Variante 3, beobachten. Was macht der Kunde? Wie verhält er sich? Variante 4, und die ist in Klammer zu setzen, eine Behauptung in den Raum stellen. Du stellst einfach eine Behauptung auf, irgendetwas, weil 80% der Kunden bestätigen oder korrigieren die Aussage. Wir kommen in die Phase 4. Phase 4, Angebotslösungsvorschlag.
Jetzt erklären wir dem Kunden aufgrund des Bedarfs, was eine mögliche Lösung wäre für sein Problem. Und hier steht im Zentrum Nutzenverkauf. Und ein Nutzen ist nicht dasselbe wie eine Eigenschaft. Und es gibt nämlich ganz, ganz viele Verkäufer, die verkaufen Eigenschaften. Und das ist nicht dasselbe wie Nutzen. Zum Beispiel, ich habe mir eine Wind- und Wetterjacke gekauft. Der Verkäufer redet die ganze Zeit von der Gore-Tex-Membrane. Gore-Tex-Membrane, ja. Das ist die Eigenschaft. Was ist der Nutzen davon? Ja, wir werden nicht nass und es ist trotzdem atmungsaktiv. Und die fünf Kernnutzen im Schnelllauf: Profit, Sicherheit, Komfort, Ansehen und Freude. Und alle Produkte, die es gibt und Dienstleistungen, die widerspiegeln sich in einer Mischform in diesen fünf Kernnutzen. Kenne als Verkäufer die fünf Kernnutzen. Und ganz wichtig ist, die Bedarfsanalyse kommt vor dem Angebotsvorschlag. Viele Verkäufer, die gehen direkt nach Phase 2 in die Phase 4, weil der Kunde Dinge sagt wie, ja, lieber Verkäufer, erzählen Sie mal, was können Sie uns so bieten? Und Phase 4, Angebotslösungsvorschlag, das machen viele Verkäufer unheimlich gerne. Sie reden gerne über Produkte. Meine Botschaft, es ist wie beim Zahnarzt, zuerst bohren, dann auffüllen. Auch wenn du weißt, was das Angebot bereits schon sein könnte, halte dich, solange du kannst, zurück. Mache zuerst Phase 3, die Bedarfsanalyse. Weil, wenn du es nicht machst, ist die Gefahr dahinter. Phase 5, Einwandbehandlung. Viele Verkäufer kämpfen in jedem Verkaufsgespräch mit Einwänden, dabei sind sie selbst schuld. Weil sie überspringen Phase 3, sie gehen direkt von Begrüßung in den Angebotsvorschlag, weil der Kunde sie dazu zwingt oder drängt, und sie wundern sich über Einwände. Dabei sind sie selbst schuld. Wenn du in Phase 4 spiegelst, was er gesagt hat, der Kunde, in der Phase 3, dann kann er fast keine Einwände mehr bringen. Einwandbehandlung ist die Schweißperlendisziplin. Viele Verkäufer haben Angst davor. Und gute Verkäufer wissen aber, das richtige Verkaufsgespräch, das beginnt erst mit der Phase 5 Einwandbehandlung. Alles andere vorher ist Kuscheltherapie, ist Petting, und der richtige Sex, kann ich mal so sagen, der beginnt erst mit der Phase 5. Stichwort Phase 6, ja, ist Abschluss, könnt ihr euch vielleicht so merken. Abschluss ist eine einzelne Phase. Und hier zeigt sich, welche Verkäufer da draußen sind eher Beratertypen und wer sind auch Verkäufer. Denn sie wissen, ein guter Verkäufer weiß, dass er beraten muss, damit er verkaufen kann. Ein guter Berater jedoch ist noch lange kein guter Verkäufer. Und hier gibt es Techniken, wie kann man die Kaufbereitschaft testen. Davor müssen wir aber die Kaufsignale erkennen. Ja, Thema Kaufsignale, ich gebe euch zwei Kaufsignale von ganz vielen, die es gibt. Das älteste Kaufsignal, das es gibt, ist, was kostet das? Die Preisfrage. Zweitältestes Kaufsignal, der Kunde fasst ein Produkt an oder eine Broschüre, er blättert selbst durch. Das heißt, er fasst etwas an. Jeder gute Bazar-Verkäufer in Tunesien auf dem Markt, der drückt dir deswegen die Tasche in die Hand. Man sagt, connecting with the product. Ein guter Autoverkäufer will, dass du dich in die Karre setzt. Connecting with the product. Ja, irgendwann ist Abschluss gemacht. Kunde hat gekauft, ja oder nein. Jetzt kommt die Phase 7. Ja. Und ich sage es jetzt mal böse. Ich kenne Verkäufer, die machen Phase 1 bis 6 ziemlich gut, aber sie kacken ab in der Phase 7. Und die heißt die Verabschiedung. Sie machen alles kaputt, was Sie in den ersten 6 Phasen ziemlich gut oder okay gemacht haben. Und das ist schade. Vielleicht warst du mal in einem Restaurant, ja, war ein wunderbarer Abend, ihr habt schön gegessen miteinander und dann habt ihr bezahlt und dann gibt der Kellner euch das Gefühl, jetzt müsst ihr abhauen. Das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, Phase 7 Verabschiedung ist sehr wichtig, nämlich hier geht es nochmal darum, erneut Vertrauen zu schaffen. Hier kann man ganz vieles richtig oder falsch machen. Hier kann man dem Kunden sagen, Sie dürfen selbstverständlich noch eine Weile hier bleiben. Möchten Sie nochmal einen Kaffee zum Beispiel? Phase 7, muy importante. Irgendwann ist die Phase 7 vorbei.
Jetzt kommt die Phase 8, wir haben den Kunden verlassen und es ist immer noch nicht vorbei. Und jetzt kommt nämlich die Phase 8, das ist die Nachbearbeitung. Man sagt After Sales auf Englisch. Und ich sage euch eins, keine dieser 8 Phasen hat so viel an Wichtigkeit zugenommen wie die Phase 8. Weshalb? Weil die Devise, und das sagen meine Berufskollegen auch, anhauen, umhauen, abhauen, das funktioniert heute nicht mehr. Das waren 90er Jahre. Hier geht es darum, top of mind zu bleiben, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben. Hier geht es darum, die Extrameile zu gehen, den Kunden nachzubetreuen, Kuschelcalls, Servicecalls zu machen. Und da spielt es gar keine Rolle, wer das macht. Ob du das als Verkäufer machst oder ob es die Firma, das Marketing oder der Innendienst macht, spielt keine Rolle. Aber irgendjemand, der muss es tun. Da, wo ich mein Auto gekauft habe, ja, mein altes Auto in dieser Garage, ab dem Tag, wo ich weggefahren bin mit meinem Auto von der Rampe, ich hatte mein Auto in einem 4-Jahres-Leasing, ja, habe ich nie mehr was gehört. 3,75 Jahre später klingelt bei mir das Telefon, ist ein Verkäufer dran und sagt, nein, Sie haben ja Ihr Auto bei uns im Firmenleasing drin gehabt, das läuft in 3 Monaten aus. Ich rufe an mit der Frage, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, möchten Sie das Auto rauskaufen, möchten Sie es umtauschen, wie ist der Stand der Dinge? Und ich sage zu ihm, selbstverständlich, schön, dass Sie anrufen, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich weiß auch schon, welches neues Auto das es sein wird, ich weiß aber auch, es ist nicht in Ihrer Garage. Und es ist ruhig am Telefon. Und er sagt, warum waren Sie denn nicht zufrieden mit dem Auto? Aber mit dem Auto war ich sehr zufrieden, aber mit Ihrem Service nicht. Dann habe ich gesagt, ich habe das teuerste Auto in Ihrer Flotte gekauft. Sie schreiben sich groß auf die Fahne, bei uns steht der Kunde noch im Zentrum. Vielleicht müssen wir mal über ein Verkaufstraining sprechen. Ja, das sind die 8 Verkaufsphasen und ich sage euch jetzt einen Satz. Verkäufer bekommen bereits anfangs eine Atemnot von nix. Sag's nochmal. Verkäufer bekommen bereits anfangs eine Atemnot von nix. Meine Empfehlung an euch da draußen, liebe Verkäufer, lernt diesen Satz auswendig. Weil, wenn ihr diesen Satz auswendig kennt, dann kennt ihr gleichzeitig auch die sinnvolle chronologische Reihenfolge der Verkaufsphasen. Die werden jetzt hier für euch eingeblendet. Ja. Verkäufer bekommen bereits anfangs eine Atemnot von nix. Das sind die 8 Verkaufsphasen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Füllen des Truthahns und ich hoffe, dass du diese 8 Verkaufsphasen verinnerlichst und so aktiv in Zukunft dein Verkaufsgespräch führst. Vielen Dank. Thank you.